Leute, hier ist wieder McCrystal51 und ich besuche heute mal wieder Maruna im See. Und es wäre höflich gewesen, wenn du mich auch angeschaut hättest. Guck dir einfach weg. Hallo, ja, hier! Ich gucke mich noch selber an. Meine Güte, was weiß ich, wo mein Mädchen hier guckt. Ja, ich hab's gesehen, du hast in die Richtung geguckt. Mann, kann Mann, sein. Mann. Ja, ich habe alle Ressourcen zusammen, um hier die Transfer-Node zu aktivieren. Ja, ich habe schon einen Screenshot gemacht. So einfach hätte der Cobblestone-Generator aussehen können. Wenn du dir anguckst, was ich für einen gebaut habe, dann fängst du an zu lachen. Mhm. Weil der war sowas von umständlich. Ja, warte mal. Und ich war trotzdem glücklich. Er hat funktioniert. Nicht unserer Alter, wo jeder mal einen Obsidian hergestellt hat. Ja. Also ich habe diesmal auch bloß einen gebaut. Und der hat funktioniert. So, einmal Eisenspitzhacke. Jetzt noch Lapis in die Ecken. World ja, und Action das funktioniert Upgrade. Dann, wenn du fertig bist. Ja, warte, 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 ich muss nur was reinlegen. Hier. Zack, boom. Zack, peng. Und Cobblestone. Ja, die Kiste füllt sich. Ja, sehe ich leider nicht. Ich muss dir das jetzt einfach glauben. Du musst einfach meine Folge gucken. Ha. Jetzt will schon wieder einer was von mir. Ich habe jedenfalls... So, und irgendwas habe ich noch gesehen, dass man den sogar aktivieren bzw. deaktivieren kann mit einem Lever. So, ich habe mir ein paar Chance Cubes gebaut, die ich gleich mal öffnen möchte. Die sind ganz einfach ein Block Lapis und drumherum Lapis. Sind zu billig. Aus? Was? Ja, ein Block Lapis und Lapis drumherum. Das war's. Nein, ich meinte. Danke, viel. Es laggt gerade. Ah, Lever bei mir aus. Nicht. Lever aus, kein Cobblestone kommt mehr. So easy. Ha. Da wird schon wieder einer was von mir. Ja, was möchtest du denn? Guck mal, oh, der kackt mir ein paar Solarzellen dahin. Danke. Wie, der hat dir jetzt einfach so ein Solarzellen geschenkt? Jupp. Heieiei. Der fliegt aber schnell. Solarpanel 3, unfassbar. Was machen die denn da? Zack, habe ich hier die doppelte Stromversorgung. Voll die Bros hier. Mann. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich erstmal ein paar Chance Cubes hergestellt. Die gehen wir jetzt am besten mal in Neta irgendwo öffnen. Wie heißt denn das Teil, womit ich jetzt den Stein klein machen kann? Dein kleinen Hammer? Ah, ja. Der Nether wurde übrigens extrem ausgebaut. Irgendjemand hat hier schon jede Menge angebaut, wie man sieht. Ich war vorhin mal da zum Gucken. Von mir ist der Ausbau nicht. Der Autohammer ist es, oder? Ja, der ist, wenn du es eher automatisieren möchtest. Beef, wer auch immer das ist. Natürlich. Hä? Ah, da brauche ich 2, 4. Ist das hier geclaimtes Gebiet oder was? 10. Toll, Marianta hat alles geclaimt. Ich brauche 10 Eisen. Verdammte Axt. Wenn ich irgendwas bauen, dann gehe ich halt hier auf die Brücke. Es ist mir egal, die ist nicht mehr geclaimt. Zerstöre ich halt die Brücke. Oh. Also Cobblestone kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Hola! Das mit der Brücke zerstören habe ich wirklich nicht so wörtlich gemeint. Hast du jetzt wirklich wieder was in die Luft gejagt? Ja, so eine einfache Brücke, auf die dann Dynamit herabgeregnet kam. Hier kuscheln sich irgendwie auch so ein paar Viecher. Das gibt einen Screenshot. Moment, ich schalte mal das Menü aus und mache einen Screenshot. Nein, sieht gut aus. Ich will nicht Cobblestone nehmen, ich will Holz nehmen. Vielleicht kann ich auf so einer Wolke die Kiste öffnen. Fall ich durch die Wolke durch? Nein, man bleibt irgendwie abgefedert stehen. Echt? Dann gucken wir doch mal, was da rauskommt. Normal wirst du langsam durchgeschoben. Oder so. Hm? Normal wirst du langsam durchgeschoben durch die Wolken. Okay, es gab Kekse. Kekse. Und das Cookie-Monster sagt, sind meine. Aha. So, wir bauen jetzt hier mal ein bisschen raus, damit wir nach hinten kommen, weil hinten will ich anfangen, dann richtig zu bauen. Und da unten sind Slimes. Ich habe noch nichts Gutes gefunden. Oh, ganz viel XP. Naja, immerhin. Kaputte Gießkanne. Achaka. Ah, genau. Ah. Apropos Gießkanne. NODS hat mir eine Watering, also die Gießkanne gebaut und hat sich auch eine gebaut, aber hat gleich die Deluxe-Variante gebaut. Boah. Fuck die Hände jetzt. Wie geht denn das? Das hat gebackt. Ich habe einen halben Slab ins Nichts gebaut. Hm.
Ja, ich wollte erzählen, Shadow hat die Super Deluxe-Variante der Gießkanne gebaut. Leider muss man für die dann seine Seele opfern und deswegen hat er jetzt 4 Herzen weniger. Gut. Also 2 für seine Gießen und 2 für meine. So, gleich mal ausleuchten, weil wir sind ja nicht so wie die anderen, die dann dauernd Besuch von irgendwelchen Zombies kriegen. Oh, sehr schön. Ich habe eine Obsidian-Plattform über mich bekommen. Die werde ich gleich nutzen, um die Dinger zu öffnen. So, sind wir hier nicht in der Mitte? Dr. Trejaurus. Eins daneben sind wir. Aha, für 28 Papier gibt er mir einen Emerald. Da hat sie wohl nicht alle. So, tut schon. Mir leid, Dr. Trejaurus, du kannst mich mal. Gut. Gut. Overpower. Den Overpower. Ah, 8 ist die Capacitor, immerhin. Wir müssen jetzt hinten. Und wieder die Obsidian-Plattform. Das scheint so ein Gag dazu sein, dass man immer diese Obsidian-Plattform kriegt. Eigentlich muss ich. Ich habe gerade ein riesen Feuerwerk im Nether verursacht. Ich habe keine Kohle ins Ding gehauen. Ich habe es mein Zeug an. Andere haben gesagt, die haben so viel Scheiße drin gehabt. Mit wem sprichst du die ganze Zeit? Ja, ich erzähle, was ich in den Kisten habe. Ach so. Jetzt baut er wieder. Warum hat er da eigentlich 2 Lavasäulen stehen? Weiß ich nicht. Ach, das sind Tanks. Dass in den Kisten nur Mist drin ist. Nein, das sind Tanks, die der nebendran hat. Es fliegt. Floating White Flower. Ich wollte jetzt eigentlich da hinten anfangen, eine Plattform zu bauen, um die Base hinzusetzen. Allerdings fasst mir das nicht. Ich hatte nur Scheiße gehabt in den Würfeln. Ich hatte nur Scheiße in den Würfeln. Na, herzlich willkommen. So viel zu. Oh, nimm die Würfel und du kriegst so viel geile Scheiße. So, ich habe jetzt den Cleanstone hier noch durch. Weil ich möchte mir. Mit Marble bauen. Blick da rein. XP-Dingens habe ich schon gekriegt. So, ja gut, wir haben es halt mal versucht, die Chance Cubes. Oh, ich hab's nee, gesehen. Shadow geht nicht wieder mit dem. Der hat so eine blöde Draconic-Regenmaschine und macht die ganze Zeit einen Regen, Sonne, Regen, was er will. Ach nee. Ey, die sollte man rausnehmen hier. Das mag ich gar nicht. War sogar gegen Draconic, aber den brauchen wir leider fürs Questen. Ja. So, ansonsten seit der letzten Folge habe ich so ein paar Quintuple bekommen, Pressed Cobblestone geschenkt bekommen, deswegen stehen die jetzt mal hier. Gerade eben die Solarpanels weiter dabei. Ich habe versucht, ein paar Bücher zu verzaubern und habe nur Scheiße rausbekommen. Die Erfahrung storen. Baumfarm kennt er ja schon. Die Mobfarm ist nichts Neues, aber ich habe hier, ich weiß gar nicht, ob ich das seit der letzten Aufnahme habe oder seit der vorletzten, natürlich noch ein bisschen Dust sieben lassen, um hier immer noch ein paar Sachen rauszubekommen. Eigentlich nur wegen dem Redstone, weil das brauche ich dauernd. Wie kriege ich denn übrigens den Obsidian? Wasser und Lava? Ich glaube, ich kann den ja nicht abbauen. Ja, dann lass ihn dir Neos Extruder herstellen. Dann hat mir natürlich irgendjemand... Warte mal kurz. Wird aus der Lava... aus der Lava der Obsidian? Oder aus dem Wasser? Aus der Lava. Das weiß ich nicht genau. Doch, aus der Lava, weil wenn du ein Ding machst... Ja, natürlich, aus der Lava. Stimmt, wenn man kippt den Wasser einmal auf die Lava und die Lava wird zu Obsidian. Tja, dann platziere ich draußen einfach so viel Lava, dass ich eine Obsidianbrücke bauen kann. Habe ich damit das Ziel erreicht? Ja, oder? Muss nur da stehen. Gell, da muss nur eine Obsidian-Brücke sein. Wie ich die erschaffe, ist ja egal. So, ich wollte sagen, jedenfalls hat mir dann auch einer ein Betrockium-Dramm geschenkt, also ein Riesenfass. Oh, Neverdeep möchte zu uns in den Channel. Ich wusste gar nicht, dass man ihm flüstern kann. Wer ist das? Kenne ich nicht. Nicht während der Aufnahme.
Und jedenfalls ist das ein Fass, in dem irgendwie 65 Millionen Mini-Buckets drin sind, also 65.000 Eimer. Und das haben die aus den Chance-Gips gezogen. Also Wasser habe ich erstmal genug, abgesehen davon, dass man natürlich problemlos noch unendliche Wasserquelle erstellen kann. Und dann habe ich natürlich euch hier verlassen, als ich angefangen habe, die Getreidefarm zu machen. Inzwischen haben wir genug Weizen und Samen und mit den Samen und den, wie heißen die Dinger, Mini-Q-Essenzen, habe ich uns dieses Feld erstellt. Da habe ich dann schon ein paar Sprinkler auf Open-Block-Tanks gemacht. Und wie gesagt, Shadow hat uns eine geile Reforce-Gießkanne gemacht. Watering Can, Reforce macht ein 7x7-Feld und ihr könnt ihm einfach beim Wachsen zugucken. Unfassbar. Ich lasse euch, was wolltest du sagen? Ich muss auch gleich noch ein Feld anlegen. Wollte ein bisschen Essen anbauen. Jo, mach das. Wenn du Getreide haben willst, habe ich jede Menge. Also Weizen. Ich habe auch schon ein bisschen Zeug. Und diese Minikyo-Samen sind halt sehr gut. Ich brauche immer 8 Stück. Warum schreibt er dich an, wenn du in meinem Channel bist, im TeamSpeak? Dann hat man irgendwann genug von diesen Essenzen. Dann schnappt man sich einfach 8 Stück. 1, 2, 3, 4. Schnappt sich ein Stack Samen und kann dann aus einem Stack. Ich habe 31 Marble. Samen und 8 Stacks Minikyo-Essenzen. Ein Stack Minikyo-Samen machen, womit man diese Blümchen hier pflanzen kann. Ich denke, das ist die Frage. So. So, dann schauen wir mal, wie weit das Ding hier ist. Kann, glaube ich, gerade noch irgendwie hingucken. Oh, sind schon wieder 1, 2, 3, 4, 5,5 Stacks drin. 5,5 Stacks. Der Wandfest, hallo, hör auf, das Wandfest zu packen. 5,5 Stacks davon. Ja, rennst du schon wieder mit dem Kopf gegen die Wand, durch die Wand. Ich hab's versucht, mit dem Kopf durch die Wand, immer. Ja, das könnte dann reichen, um den Rest des Feldes zu machen. Glowstone in die Smeltery. Das? Keine Ahnung. Wäre mir jetzt neu. Ich wusste gar nicht, dass das geht. So, ich hau hier meine Steine mal durch den Sieb. Ich brauche Marble, um zu bauen. Hast du Marble? Nein, gar nicht. Och, Menno. Ach ja, und wie ihr seht, alles ist voller Sludge. Überall ist Sludge, 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 Sludge. Nimm es halt weg. Deswegen habe ich auch schon. Hast du schon eine Baumfarm? Vorbereitet. Was ich jetzt natürlich vor lauter wieder komplett vergessen hätte. Endertanks zu bauen. Da. Hast du eine Baumfarm? Wolle. Hm? Eine? Hast du eine Baumfarm oder wieso Sludge? Baumfarm habe ich, Getreidefarm. Diese Crops Farm, überall gibt es alles schon automatisiert. Ja, ja. Wie viele Folgen hast du schon gemacht? Das ist noch viel zwischen den Folgen erstanden, aber entstanden, nicht erstanden. Weil ich habe gesagt, ich glaube, ich bin schon 9 oder 10 ist das jetzt. Ah, ja, ja, ja. Bist du deutlich vor mir. Das ist meine 5. Folge erst. Ich nehme ja wirklich. Ja, die ersten 3 Folgen habe ich nicht viel gemacht, sozusagen technologisch und sonst. Dann irgendwann habe ich gesagt, gut, ich mache ein bisschen zwischen den Folgen. Ich kann den Leuten ja nicht, von denen nicht erwarten, dass sie mir jetzt 3 Stunden beim Sieben zugucken, selbst wenn ich es beschleunige und. Ja, ich sieb zwischendrin ein bisschen. Und mache auch. Ja, habe ich zwischendrin auch so. Wir bauen eine Outplay-Maschine. Wir stellen uns mit ganz vielen Sachen vor das Sieb, beschweren die Maustaste und gehen den Kaffee trinken. Dum, 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 dum. Ja, ja, genau so. So, oh. Unsere Steine sind immer noch nicht fertig. Was soll denn das? Wie viele Steine sind denn das? Gucke, ob ich mit Pulverized Coal dürfte als schwarzer Farbstoff gelten, oder? Ja, sehr schön. Dann habe ich hier Endertanks mit schwarzer Kohle. Deswegen war ich übrigens im Nether und wusste, dass da eben was ausgebaut hat. Weil ich genau diese. Komm hier. Tanks holen war. Das hier oben ist eine Mistkiste, aber ich habe so viele Mistkisten, wo ich einfach allen Scheiß drin habe. Dann gucken wir doch mal, ob das. Ah, mir ist eingefallen, wie der Kinofilm heißt.
Oh, ja. Die Hartmanns war das. Okay. Dann wünsche ich dir später viel Spaß in Atmans, was auch immer das für ein Kinofilm ist. Hast du mir eben grob erklärt. Ja, genau. Ich werde berichten, wie es war. Habe von dem Kinofilm nicht viel mitbekommen. Na, das gehört nicht hierher. Ja, das war ja nur scherzhaft. Falls dem so ist, wirst du wahrscheinlich über eine Aufnahme berichten. So, jetzt aber Quatsch beiseite. Ich habe endlich schwarze Tanks. Ach so, ja, ich mache am besten Diamant dran, schätze ich. 1, 2, 3, 4. Der Sehr Stein schön, ist immer dann noch bin ich nicht nämlich fertig. auch Tank. Bei so vielen Spielern sollte man die Sachen vielleicht doch individualisieren. Wäre vielleicht ganz praktisch. Ja, ich könnte einfach gucken, welche Tanks du hast und ziehe mir da mein Zeug raus. Hättest du gerne. Wird er Geht es? voll? Ja, Geht wird es? voll und Ach stimmt, man kann das ja irgendwie zumachen, gell? Ach Mann. perfekt. Ich muss einfach nur den Tank dahinstellen, der füllt sich dann und ob das mit der Drum klappt. Ein Stack Marble. So, die Drum wird gerade leer. Wenn ich jetzt Tank auf die Drum stelle und den Tank auf Auslass, pumpt er das in die Drum. Perfekt. Der Tank pumpt direkt in das Fass von alleine und das Fass wird dann geleert. Dann habe ich damit noch einen Zwischenspeicher. Genau, der ist auch neu, der Sludge-Spoiler. Den hätte ich fast vergessen. Hab hier mal mit langweiligen Steinen das Gebiet abgesteckt, wo man vergiftet wird. Man sieht so ein paar schwarze Effekte. Dort wird man halt direkt vergiftet, hat Hunger und sonstiges. Und aus dem Sludge-Spoiler kommen alle möglichen Sachen raus, wie Ui, Kies, das war wie knapp. Zellium. Ich wäre fast in den Tod gestürzt. Gratuliere. Erde und Erde, das sind verschiedene. Die eine ist normale, auf der anderen wächst kein Gras. Die muss man erst umwandeln. Das macht man, indem man sie hinsetzt und abreißt. Heißer Sand, normaler Sand, Seelensand, sehr wichtig. Leben endlich. Roter Sand, Bazool und Netherrack. Also im ganz langsamen Maßstab kriegt man so Schamas. Man muss sich nicht mehr drum kümmern. Und natürlich gehe ich jetzt auch unten die. Komm her. Dinger anbinden. So, dann ist der mal leer und kann wieder schneller arbeiten, weil wenn die Harvester voll sind mit Sludge, dann arbeiten sie einfach nur noch kacke langsam. Eigentlich habe ich doof gebaut gerade, oder? Sehr schön, jetzt arbeiten die wieder Max Speed. Hatte ich, glaube ich, bei unserem älteren Guy Factory gedacht, so scheiße, warum geht das nicht? Was passiert denn da nicht? Und oh. Ja, man sieht wieder, wie die Gießkanne arbeitet. Abgesehen mit dem Zusatzeffekt vom Sprinkler ist das schon im Bar. Ich hatte den Wachstumsradius ist stark eingeschränkt gehabt. Was denn sowas? Ja, und es kann natürlich nicht funktionieren. Ich habe das Ding individualisiert und die anderen nicht. Das sollte ich vielleicht noch machen. So, dann ist es auch der gleiche Tank. Aha. Hä, wer hat denn da unter meinem... Hä, wer ist da unter meinem Grundstück Medizin. gestorben? Wir sagen Marianne, der ist nämlich gerade gestorben. Nein, direkt unter meinem Grundstück. Ich tippe immer noch auf Marianne, weil der gerade gestorben. Achso, das war glaube ich Spee oder sowas. Ich habe da einen Grabstein schon gesehen bei dir. Ich glaube, das war Spee oder so irgendwas. Okay. Stand auf dem Grabstein. Habe ich mir heute Mittag kurz angeguckt. Keine Ahnung, wie es jemand schafft. Wahrscheinlich ist er in deiner Wand verreckt. Das Grab. Der Grabstein steht genau unter deiner Plattform. Also Ja, eben wirklich. habe ich gerade auch gesehen. So sieht nach einem Suffocated in the Wall Tod aus. So, ich wollte jetzt eigentlich noch kurz, was gibt 16 4x4, gell? Ja. 4, machen wir 16, 4 mal 4, 5. komische Frage. Irritiert. So, hier habe ich noch einen zusätzlichen Drain an die Schmelze angeschlossen. Da kann ich dann hier in den Tank irgendwas machen. Das kommt direkt dort an. Sehr praktisch, um Kobalt in die Schmelze zu kriegen. Dann rennt man nämlich einfach mit so einem Ding rüber zu Shadow und hat noch einen ganzen Drum voll. Warum wird es jetzt nicht mehr abgesaugt? Keine Lust mehr, hat Feierabend gemacht. Okay, es ist einfach nur voll.
Ich habe recht, ein Sludge-Boiler gar nicht. Wollte jetzt noch schnell die Erde anbringen und meine Samen drauf werfen. Potato, das da. Sehen wir ja mal, ob der dann leer wird. Karotten. 461. So. Bleibt abzuwarten, egal. Hauptsache der Endertank ist nicht voll. In der Monsterfalle sterben fleißig die Monster. Ich habe die übrigens mal noch um einen Spawner von einem Zombie abgegradet, der jetzt permanent Zombie spawnt. Ach, wir haben schon wieder ganz viele Lootbags. Ich hoffe mal, ich habe noch ein bisschen Erde gemacht. Common Lootbag. Oh, what could be inside? Ja. Ja, viel zu viele. Aber ich habe schon ein paar Upgrades hergestellt, die werde ich jetzt einfach da drauf machen, ist mir egal. Verdammte Axt, ich habe kein... Womit kann ich dir helfen? Was? Ein Eimer. Barrel Piston haben wir. Eimer willst du? So, jetzt schon? Soll ich dir cheaten, dann weiß ich einen Eimer geben. Du hast mich gefragt, was ich will. Ich hab dir nur gesagt, was ich brauche. Gleich einen Moment. Better Barrel Piston. Barrel? Piston. Falsche Crafting Table benutzt. So. Das sind dann die Upgrades. Aber beeil dich, ich muss nämlich gleich los. Ach ja. Keine Eile, wir haben noch ewig Zeit. Du hast gesagt um 7. Das müsste noch eine Viertelstunde sein nach meinem Timer. Ja, um 7 muss ich dort sein. Oh. Ich brauche noch so, ein... hier. Eine Hoe brauche ich noch. Ah. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Hier, Upgrade, gehen ja nie verloren. Da passt da noch ein paar mehr rein. Eine Hoe und was noch? Dottler. Nichts mehr, oder? Ne, und das Wasser. So, ich warte nur noch auf Mephisto. Ja, warte, ich wollte doch noch deinen Eimerersatz da bringen, oder nicht? Ja, klar. Suche ihn noch schnell, wo ist er denn? Schneller! Ja, den werde ich nicht mehr brauchen. Blüdüdü. Seit wir den Engineering haben, geht's hier endlich mal vorwärts. Ich brauche noch das Reiseband von Botania, aber ich bin immer noch so kacken langsam. Dem trippst auch alles. Ah, hier, das ist... Dreamy's Famed heißt der, den der gerade angefangen hat und dann nie wieder weitergemacht hat. Das ist nebendran der und auch bei dir ist es. Das Grab gehört. Interessiert mich, komm her! Mann! Ja, ja. So, hier. Tada! Ja, davon hatte ich auch schon welche. Also einen. Jetzt hast du 3. Schwer dich noch. Da sind wir weg. Oh Gott, hat der hier eine Lava-Fabrikation gebaut. Ja, eben. Das ist ein bisschen viel. Geht sogar noch. Von den Frames. So, und das Holz hier wieder wegmachen. Dann können wir mit der Hoe hier mal drüber gehen. So, ich hoffe, du bist dann demnächst wieder dabei, weil du jetzt raus ins Kino musst. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen vorproduziert. Das kommt dann die nächsten Tage. Und dann... Klar, werden wir uns irgendwann wieder zur Aufnahme sehen. Habe ich schon alles eingebaut? Ja. Das war es von der heutigen Folge. Wie in den nächsten Tagen? Wie bitte? Wie sieht es bei dir so in der nächsten Zeit aus? Dienstag, Mittwoch arbeiten. Mittwoch, Donnerstag arbeiten. Morgen keine Zeit. Donnerstag vielleicht. Donnerstag Nachmittag. Okay, schauen wir einfach mal. Genau, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß dir noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss, Maruna. Ciao, Leute.